Hallo, ihr lieben Strickmäuse. Heute möchte ich euch das tolle Spiralmuster zeigen. Hierfür habe ich schon ein Bündchen vorbereitet, wie immer sehr straff gestrickt, mit dem dicken Einstiegsrand für Langlebigkeit und kein Abschnüren. Wenn ihr wissen wollt, wie man dieses Bündchen am besten macht, dafür habe ich ein Video auf meinem Kanal erstellt. Schaut gerne dort rein. Jetzt geht's aber los mit dem Muster. Und zwar starte ich, indem ich die erste Runde rechts abstricke mit einer dickeren Nadel. Hier in diesem Falle ist das 2,5. Das Bündchen stricke ich immer mit einer dünneren Nadel, meistens mit 2,0. Nach der Runde rechts und dem Wechseln der Nadel nutze ich noch den Startfaden als Rundenmarkierer. Und nun startet das Muster mit 4 Maschen rechts. Die fünfte und sechste Masche werden rechts zusammengestrickt, aber noch nicht von der Nadel nehmen und dann nochmal die hintere rechts abstricken. Ich zeige es nochmal. 4 Maschen rechts und die fünfte und sechste Masche werden rechts zusammengestrickt. Dabei aber nicht die Masche runternehmen von der linken Nadel, sondern nochmal die erste Masche rechts abstricken und dann erst von der Nadel ziehen. Dann wieder 4 Maschen rechts und die fünfte und sechste werden wieder rechts zusammengestrickt, ohne sie abzunehmen und die erste Masche nochmal rechts gestrickt. Und dann erst die Maschen von der linken Nadel ziehen. Nun wieder 4 rechts und dann wieder 2 zusammenstricken und die erste Masche nochmal stricken. Wieder 4 Maschen rechts und 2 zusammenstricken und die erste nochmal einzeln abstricken. So geht es jetzt immer weiter bis zum Rundenstart. Dort werden auch die letzten 2 Maschen rechts zusammengestrickt und eine neue Masche generiert. Und dann starten wir in die neue Runde. Und dort kann man jetzt entweder noch eine Masche dazu nehmen in dem Bereich nach dem Rundenstart, weil das Sockenmuster ist teilbar durch 6 plus 1. Man kann aber auch ganz normal durch 6 ohne die eine Masche und dann hat man eine Spirale etwas schmaler. Es fällt aber wirklich 0,0 auf. Ansonsten, wie gesagt, eine Masche zunehmen am runden Start, unsichtbar aus dem Querfaden und dann hat man 61 Maschen auf der Nadel in dem Fall und hat dann die Spiralabstände exakt gleich. Also dieses Muster ist wirklich einfach zu machen. Man sieht auch immer, wo man wieder neu 2 Maschen zusammenstricken muss. Ich zeige es jetzt hier nochmal. Da teilen sich die Maschen so ein bisschen und da erkennt man dann, aha, da muss man wieder zusammenstricken. Ich zeige es hier nochmal langsam. Da sind die beiden Maschen, die weiter auseinander sind. Und genau diese beiden müssen dann rechts zusammengestrickt werden und dann in der Mitte nochmal einstechen und die rechte Masche extra abstricken. So geht es jetzt in Runden immer weiter. Hier hilft auch diese Mini-Rundstricknadel sehr gut. Das kann man sehr fließend abstricken. Man erkennt immer dort, wo 2 Maschen zusammengestrickt werden müssen, von ganz allein. Und man darf nur die eine extra Masche nicht vergessen beim Zusammenstricken. Denn dann würden sich die Maschen reduzieren und das wollen wir ja nicht. So sieht das Ganze jetzt aus. Die Spiralen neigen sich nach rechts. Ich werde aber die andere Socke mit Spiralen nach links geneigt stricken extra und werde euch auch das zeigen in einem Video und verlinke es euch auch hier in der Infobox. Die Angaben zur Wolle findet ihr dort ebenfalls und ich verlinke euch noch das Video zum besten Sockenstart. Und wenn ihr wissen wollt, wie man diese tolle, bequeme Käppchenferse erstellt mit den schönen, sauberen Übergängen oder die tolle, runde Bandspitze mit dem Maschenstich als Abschluss, dann schaut
gerne in die Infobox. Auch da verlinke ich euch Videos dazu. Oder schaut am besten gleich auf meinen Kanal. Da gibt es eine Vielfalt von Sockenvideos, auch von verschiedenen Mustern. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Auch über ein Like oder am besten noch ein Abo würde ich mich sehr freuen. Ich hoffe, euch hat mein Sockenmuster gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dahin, ciao!